Hallo und herzlich willkommen auf dem YouTube-Kanal von JFD Brokers, heute zu der Videoserie Trading Setups für Swing Trader. Ich bin Markus Klebe und ich möchte heute über das Währungspaar kanadischen Dollar, Schweizer Franken sprechen. Zugegebenermaßen ein Währungspaar, was sicherlich nicht jeder auf dem Schirm hat. Und da möchte ich heute mal sprechen, ob hier Setups bestehen oder nicht. Vorab, wie gewohnt, natürlich der Risikohinweis. Schaut hier drauf, lest euch das bitte durch. Dann natürlich auch, wenn ihr weitere Fragen habt oder eben ausführlichere Erklärungen benötigt, dann schaut hier auf der Seite von jfdbrokers.com nach. Da stehen noch viele Dinge, viele Informationen, die ihr da erhaschen könnt. Und ganz wichtig, all das, was ich hier sage, sind meine Gedanken, meine Ideen. Die kann man natürlich für eigene Setups so ein bisschen heranziehen als weitere Informationsquelle. Es soll definitiv keine Empfehlung sein, diese Handlungen, die ich hier dann eben erwähne oder eben meine Gedanken, die ich hier erzähle, dass das dann eben Handelsempfehlungen sind. Das ist ganz wichtig zu beachten. Schauen wir hier mal auf den Chart. Ich habe hier den kanadischen Dollar Schweizer Franken mal auf den Schirm geholt im Wochenchart. Und was hier als erstes auffällt, ist hier so eine sehr, sehr große Kerze auf der Abwärtsseite. Was war hier passiert? Es ist ja Anfang 2015 hat dann die Schweizer Notenbank beschlossen, die Währung Schweizer Franken gegenüber dem Euro eben nicht mehr weiterhin zu schwächen. Das war eben mal so eine Aktion, dass die Notenbank in der Schweiz gesagt hat, okay, wir wollen unsere Währung künstlich schwach halten. Ja, das sehen wir hier mal im Euro-Schweizer Franken, wo der Markt dann eben der Schweizer Franken immer mehr an Kraft gegenüber dem Euro zugenommen hat, hat hier in diesem Bereich dann eben diese Schweizer Notenbank gesagt, wir wollen das nicht, wir wollen unsere Währung künstlich schwach, schwach halten. Man kann jetzt hier diskutieren, warum, weshalb, wieso, das wollen wir nicht machen, wir wollen ja charttechnisch an der Tour hier drauf schauen und ihr seht hier in dieser Bewegung, dass immer bei in dem Bereich 1,20 hier wirklich wie so eine Linie, wie so eine exakte Linie im Prinzip entstand und dann am 15.01. glaube ich war es 2015, hat dann die Notenbank eben beschlossen oder kundgetan, dass sie dies nicht mehr tut und dann hat dieses Währungspaar sage und schreibe, hier ihr seht diese ganz, ganz große Kerze, um die 50%, ganz grob gesagt, um die 50% erstmal zurück, ist zurückgefallen, runtergefallen. Eine Riesenbewegung, man hat von einem Gemetzel an den Währungsmärkten gesprochen und das hat natürlich dann auch dazu geführt, dass andere Währungen, die mit dem Schweizer Franken in Verbindung stehen oder eben auch teilweise gar nicht in Verbindung stehen, eben sich schon dann natürlich etwas stärker bewegt haben und das sehen wir hier auch im kanadischen Dollar gegenüber dem Schweizer Franken. Danach hat sich dieses Währungspaar natürlich dann prinzipiell der kanadische Dollar erstmal wieder so ein bisschen erholen können. Die Schwäche des Schweizer Franken kam hier zurück. Ja, und wir sind allerdings hier in diesem Währungspaar noch nicht auf diesem Niveau, wo wir eben von der Ausgangslage her vor dieser starken Bewegung im Prinzip waren. Vergleicht man das jetzt mal mit dem Euro-Schweizer Franken, dann sieht man hier, dass von dieser Ausgangslage jetzt hier gar nicht mehr so viel Platz nach oben ist und der Markt sich zum einen natürlich von hier unten, aber dann auch nachdem eben so ein bisschen die Wogen sich hier geglättet hatten, ist eben dann schon in den letzten 3 Jahren, ist das ja im Prinzip dann passiert, der Markt hier langsam wieder nach oben geklettert sozusagen, was dann eben auch eine Stärke des Euros bedeutet und eine Schwäche wiederum des Schweizer Franken. Schauen wir aber wieder zurück auf die eigentliche Analyse und sehen hier, dass sich dieser kanadische Dollar Schweizer Franken prinzipiell eigentlich in einer Seitwärtsphase befindet, was für mich immer erstmal das erste Achtungszeichen bedeutet, oh, wir haben hier es nicht generell auf dem Big Picture mit einem Trend zu tun, sondern höchstwahrscheinlich mit einer Seitwärtsphase, die natürlich auf kurzfristigeren Zeiteinheiten durchaus auch Trends entwickelt, aber ich fange ja an, mir immer so ein Bild erstmal zu einem Währungspaar oder generell zu Märkten, dann eben auf dem Big Picture zu machen. Und da sieht man, dass die Kernbewegung sich hier in diesem Bereich, dass diese in diesem Bereich stattfindet, das ist grob der Bereich 0,71 hinauf auf die 0,7750, das ist so grob der Hauptbereich, wo wir uns jetzt aktuell auch wieder drin befinden. Und dann hatten wir ab und zu mal so Ausreißer noch nach oben und nach unten, die aber hier definitiv weder nach unten noch nach oben irgendwo nachhaltiger Natur waren. Ja? Also das erstmal das Bild auf großer Zeitebene seitwärts und hier eben definitiv dann auch der Trend erstmal auf diesem Bild nicht vorhanden. Schauen wir uns das Ganze auf einem Tageschart an. Ich lasse jetzt einfach mal das Bild so stehen. Wir haben jetzt hier ungefähr ein knappes Jahr, was wir hier sehen. Und man sieht hier ganz klar und eindeutig, dass wir prinzipiell übers letzte Jahr kaum eine Veränderung hatten. Wir haben
hier, wir sind hier, das ist so Anfang Februar, wir haben es jetzt heute den 31.01.2018 und das ist jetzt hier Anfang Februar 2017, also wir haben hier grob ein Jahr und sehen, dass wir uns, wenn wir uns das jetzt hier mal einzeichnen, ja, dieser Bereich hier im Anfang Februar, der Bereich jetzt aktuell Ende Januar, können wir nochmal anders farbig machen hier die Linie. Dann sehen wir, dass wir uns hier auf dem gleichen Kursniveau im Prinzip aufhalten. Und das ist ebenfalls für mich immer ein Zeichen, dass der Markt sich prinzipiell hier eben scheinbar seitwärts bewegt. Also wenn wir auf dem gleichen Niveau nach langer Zeit irgendwo sind und uns dann eben auch mal nach unten, auch mal nach oben im vergangenen Jahr bewegt haben, aktuell auf gleichem Niveau sind, ist das ebenfalls ein Zeichen anfänglicher Kurs eines Charts, aktueller Kurs eines Charts, dass wir uns hier ebenfalls in einer Seitwärtsphase befinden, aber dann eben auch mit Blick nur auf das letzte Jahr. Jetzt schauen wir uns nochmal eine geringe Zeitebene an, haben uns jetzt hier diese orangene Linie mal reingepackt. Das ist so das Niveau, das auch gleichzeitig irgendwo so ein bisschen Widerstand und Unterstützung darstellt. Jetzt schauen wir uns das Ganze und für eine Swing-Trading-Idee ist das dann immer schon das Höchste der Gefühle, dass ich mir dann nochmal den 4-Stunden-Chart anschaue, allerdings dann auch nochmal so ein bisschen zusammenziehe und eben mir da ebenfalls so ein bisschen das größere Bild anschaue. Und da sehen wir, dass wir mit großen Erholungen, mit wirklich relativ großen Erholungen von einer Kerntendenz irgendwo so ein bisschen abwärts unterwegs sind. Ja, aber wir haben zwischendurch immer wieder sehr, sehr starke Gegenbewegungen gehabt, die auch charttechnisch sehr, sehr unsauber sind. Also man kann jetzt hier nicht davon sprechen, dass wir eine saubere Abwärtsbewegung haben, was ebenfalls für mich erstmal wieder so ein Abwärts, beziehungsweise nicht Abwärts, sondern so ein Achtungszeichen bedeutet. Ja, also erstmal bis hierhin, wir haben viel davon gesprochen, dass der Markt seitwärts ist, nicht nur auf dem ganz großen Bild, sondern eben dann auch auf dem Tageschart. Wir haben hier auf dem 4-Stunden-Chart dann eben auch festgelegt, dass der Markt zwar irgendwo abwärts tendiert seit, was haben wir hier, so Mitte September letzten Jahres, eben irgendwo immer wieder Abwärtsphasen hat, aber eben alles nicht so richtig sauber, was für uns jetzt als trendfolgende Swing-Trader natürlich dann ein Achtungszeichen bedeutet, weil ich gehe immer prinzipiell davon aus, dass jetzt nicht ab dem aktuellen Zeitpunkt nur auf einmal die mega sauberen Trendbewegungen kommen. Wir haben natürlich hier eben eine schöne Bewegung nach oben, Korrektur, schöne Bewegung nach oben, aber dann eben direkt ein Riesenflug nach unten. Ja, also alles nicht so ganz sauber. Nichtsdestotrotz, wer jetzt hier unbedingt handeln möchte, wer dieses Währungspaar denn unbedingt auf dem Schirm hat und hier agieren möchte, will ich hier trotzdem nochmal den ein oder anderen Gedanken formulieren, den man eventuell machen könnte, wobei ich das selbst persönlich so nicht machen würde. Ja, aber wir sehen hier, natürlich, wir haben gesagt, okay, der Markt tendiert generell so ein bisschen abwärts. Wir sind hier in dem oberen Bereich dieser Seitwärtszone und es ist durchaus denkbar, dass wir jetzt hier runter wieder nach unten laufen. Es muss nicht zwingend in den unteren Bereich sein, aber es kann schon sein, dass wir hier in die Mitte dieser Seitwärtszone durchaus nochmal laufen. Das wäre dann hier von der letzten prinzipiellen Aufwärtsbewegung dann auch ungefähr das 50er Retracement Level. Das ist dann so der Bereich um die Marke von 0,73, 70 bis 50 vielleicht runter. Ja, also da ist schon definitiv Potenzial. Jetzt könnte man überlegen, dass man hier dann entsprechend so einen leichten Rückläufer hier nochmal nach oben an dieses Unterstützungsniveau, beziehungsweise würde mir persönlich das Niveau, ich zeichne das mal ein, das ist jetzt hier so der Bereich, ja, das ist so die Marke 77,40, so würde ich sagen, so Pi mal Daumen, ja, dass ich hier einen Rückläufer nach oben eigentlich viel, viel besser finden würde, um dann den Weg nach unten nochmal einzuschlagen, ja, um dann eben hier nach unten zu laufen, nochmal wieder dann an dieses Niveau hier ran, um dann im Prinzip hier den Weg in dieses nächste Niveau hier gegebenenfalls zu bauen. Diese Bewegung müsste er auf Swing-Trading-Basis dann auch irgendwo vollziehen, dass das Ganze hier auf dem großen Bild vom Trade her irgendwo Sinn macht. Und von daher, das wären so Gedanken, wenn man denn hier der Abwärtsseite irgendwo folgen möchte. Wenn man dieses Währungspaar kaufen möchte, beziehungsweise davon ausgeht, dass der kanadische Dollar weiter an Stärke zunimmt und der Schweizer Franken an Schwäche im Prinzip dann eben auch zunimmt, ich würde persönlich dann nicht auf dieses Währungspaar gehen, sondern ich würde mir hier dann den Euro-Schweizer-Franken anschauen, weil der einfach von der Bewegung nach oben hier viel, viel sauberer ist. Ja? Und jetzt hier auch, denn irgendwann höchstwahrscheinlich, wenn es so weiterläuft, dann auch in den 1,20er-Bereich erstmal kommt, der definitiv,
definitiv im gewissen Maße einen Widerstand darstellt. Aber bis dahin ist ja erstmal noch ein bisschen Puffer. Ja? Und wenn ich dann kaufen wollen würde und davon ausgehe, dass der Schweizer Franken an Schwäche im Prinzip weiterhin zunimmt, dann hier reingehen und dann gegebenenfalls, wenn es dann eben so passiert, dass dann eben auch der Markt vielleicht die Kraft findet, über die 1,20 zu gehen, dann hier lieber kaufen statt in dem kanadischen Dollar Schweizer Franken. Ja? Also die Aufwärtsseite ist hier erstmal auch charttechnischer Natur nicht so interessant. Da wäre es dann erst interessant, wenn wir auf dem ganz, ganz großen Bild dann wirklich die Bewegung hier nach oben raus schaffen, dann eben eine Korrektur machen nach unten, um hier den Markt dann zu kaufen. Ich würde hier den Ausbruch, finde ich auch nicht so gut, wenn dann eine Korrektur und dann der Markt sich nach oben weiterentwickelt. Aber wir sind jetzt hier aktuell auf dem Wochenchart. Also das ist eine Bewegung. Da kann sein, dass wir da im Dezember diesen Jahres nochmal drüber sprechen und das im Prinzip noch gar nicht eingetreten ist. Ja? Also hier kanadischer Dollar, Schweizer Franken, meine eigene Meinung zu dem Markt. Es ist sehr, sehr viel seitwärts. Es ist wenig, hat wenig mit dem Trend zu tun. Auf Daytrading-Basis ist das jetzt keine Analyse, sondern wirklich aus Swing-Trading-Basis. Ich wäre hier arg vorsichtig. Vielleicht eine Idee auf der Abwärtsseite, dann eben Stärkung des Schweizer Franken in dem Fall. Auf der Aufwärtsseite würde ich auf den Euro-Schweizer Franken tendieren und da kann ich in den nächsten Tagen oder vielleicht die nächste Woche mal eine Analyse machen, wo hier gegebenenfalls dann Ideen oder Möglichkeiten dann zum Traden für Swing-Trading Ideen wären. In diesem Sinne, ich wünsche euch Good Trades, passt auf die Stops auf, handelt nicht zu viel, passt eben auf, dass ihr eben euch wirklich gute, vernünftige Setups zurechtlegt. In diesem Sinne, ich wünsche euch Good Trades, euer Markus Klebe. Bis dahin, ciao!